whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich eine Neuerscheinung mitgebracht, den Balvini 12 Jahre Single Cask. Oder sagen wir lieber Single Barrel. Ah, das ist jetzt sehr schwer einzuordnen, weil es gibt einen 12-jährigen Double Cask, oder der heißt Double Wood. Dann gibt es einen 12 Jahre alten Signature. Dann gibt es einen 15-jährigen Single Barrel. Und das alles in der Vergangenheit langsam aufeinander aufbauend. Zuerst gab es einen 10-jährigen sogenannten Founders Reserve. Da wurde Ex-Bourbon-Fässer mit Ex-Sherry-Fässer in einem gewissen Verhältnis zueinander vermischt. Dann gab es einen 12-jährigen Doublewood, der löste dann diesen 10-jährigen Founders Reserve ab. Da hat man Ex-Bourbon-Fässer umgefüllt in Ex-Sherry-Fässer und hat die dann ausgeliefert. Da ist ja durch die vergleichsweise kurze Lagerung in den Sherry-Fässern ist vor allem viel Frucht und weniger Würze von der Eiche übergegangen. Und in den Ex-Bourbon-Fässern reift der Balvini relativ weich, mild und kann sein honigsüßes Aroma behalten, sodass dieser 12-Jährige einer der Premium-Whiskys ist, wenn es darum geht, oder nicht Premium, einer der ja, zuerst zu empfehlenden Whiskys ist, wenn jemand sich einem Single Malt Whisky nähert, weil der halt sehr verträglich und harmonisch und süß und mild und weich und so. Dann kam der 15-jährige Single Cask raus und dieser Single Barrel raus. Und dieser 15-jährige Single Barrel waren nun Einzelfässer, die abgefüllt wurden und die fielen alle unterschiedlich aus. Und der begleitet mich, dieser Single Barrel begleitet mich jetzt schon, ich weiß nicht, 15 Jahre im The Whisky Store. Und da gab es Phasen, da hatten sie keinen 15-Jährigen. Da haben die unter dem Label des 15-Jährigen haben die 21-Jährige abgefüllt. Dann irgendwann hatten sie nur noch 25-Jährige, haben die allerdings als 25-Jährig Single Barrel einzeln abgefüllt gehabt. So, da haben sie es dann nicht so weit getrieben. Und dann wurden sie wieder 15-Jährige. Dann wurde auch mal ein Sherry-Fass abgefüllt. Da war der 15-Jährige auf einmal dunkler, leichter rötlicher Ton drin. So. War dann aber eigentlich kein Barrel mehr. Ne? Also da gab es sehr, sehr viele Abfüllungen. Und jetzt kommen wir also zum 12-jährigen Single Barrel, jetzt neu im Herbst 2013 erschienen. Und wenn Sie sich jetzt hier die Dose anschauen, die ist vollgeschrieben vom ersten bis letzten Millimeter, wie sich das eigentlich dafür gehört, wenn man Informationen zu einem Genießer rüberbringen will. Also vielen, vielen Dank, Hersteller, dass du solche tollen Informationen da drauf schreibst. Und hier hat ein Wissender drauf geschrieben. Das ist nicht Marketing, wäsch, wäsch und bla bla. Das ist wirklich das, worum es bei der Reifung geht. Und hier wird also jetzt das Fass erklärt, wie also praktisch diese einzelnen Metallringe, die die Dauben bei dem Fass hier zusammenhalten, diese Hubs, wie die genannt werden. Da ist also hier der Bilge Hub und der End Hub und der Quarter Hub und dann die Heads oder die Ends von dem Kopf, wie das heißt, dann die Staves, die Dauben und so weiter, alles erklärt, wunderbar. Und jetzt kommen wir zu einem Problem. Wie will man zu einem Single Barrel Whisky eine allgemeingültige Geschmacksbeschreibung abgeben? Denn die Whiskys reifen ja in den Fässern unterschiedlich und werden jetzt einzelfassmäßig abgefüllt und werden alle unterschiedlich schmecken. Und jetzt will man hier drauf eine Geschmacksbeschreibung abgeben. Ja, manche Leute geben da überhaupt keine Geschmacksbeschreibung ab, aber Balvini traut sich hier und die schreiben nun was Interessantes hier drauf. Dieser Single Malt wurde exklusiv nur in First Fill Ex-Bourbon Barrels für mindestens 12 Jahre gereift. So, also First Fill Ex-Bourbon Fässer, das heißt, die kommen aus USA und werden das erste Mal in USA wurden sie mit Bourbon verwendet. Man weiß da nie, wie lange und wie diese Fässer ausgebrannt wurden. Das heißt, man kann nicht unbedingt sagen, wie stark nun diese Fässer noch aktiviert sind, wenn sie hier rüberkommen.
Our Malt Master, und zwar der David Stewart, verkostet sorgfältig diesen gereiften Whisky Fass für Fass. Wird also jedes Fass probiert. Nicht, wir nehmen 20 von dem Ex-Bourbon und 3 vom Ex-Sherry und dann noch ein Second Fill und ein Third Fill und das mischen wir im großen Tank und dann kommt schon immer wieder derselbe Whisky raus. Nein, hier wird jedes Fass einzeln probiert und er wird nur oder er sucht nur Fässer für diesen Single Barrel aus, die man mit Süße und subtilen Vanille-Eichen-Aroma beschreiben kann. So, das ist das an Aromen, was also der Malt Master da drin sehen will. Er will die Süße von Balvenie spüren, die typischerweise eine Honigsüße ist. Er möchte aber auch die subtile Vanille kriegen, die man aus den First Fill Ex-Bourbon-Fässern kriegt. Und man will aber auch die Eiche spüren. Das heißt, das liegt da immerhin 12 Jahre drin und da kriegt man dann auch die Eiche. Also die Eiche, da muss er am wenigsten aussuchen, die kriegt auf jeden Fall. Die Alchemie, also die Handwerkskunst des Whisky-Machens und die Alchemie des Fasses und des Spirits und der Zeit sind perfectly embodied in diesem Single Barrel. Also perfekt eingefangen, eingefasst in diesem Single Barrel. Jedes Fass erzählt seine eigene Geschichte. Wir müssen bloß zuhören, das ist jetzt von mir. Wir müssen nur zuhören und ja, jedes Ding ein Einzelstück. Boah, das war eine Ansage, ne? Aber das ist eine Werbeansage, die mir wirklich was bringt und nicht sagt, du gereift bis zur Perfektion und so weiter. Ne? Hier geht man ein bisschen tiefer rein und erzählt ein bisschen mehr. Und dann gibt es hier also jetzt noch Artikel über Artikel. Das erspare ich mir jetzt, auch wenn sich manche Leute das wünschen würden. Ja, sie müssen die Flasche schon kaufen. Ja, angeteasert, oder? So, aber im Prinzip steht es selber drauf. Aha, und hier oben steht jetzt nochmal eine Tasting Note drauf. Zwei Fässer werden nie identisch schmecken und einen identischen Single Malt erzeugen. Der wird jetzt also... Der konsistente Charakter, der allen gemein ist, reich und komplex mit tiefer Vanille und Eichigkeit, Oakiness. Honignoten, ah ja, das ist die typische Balvenie-Honignote, überlagert mit süßen Früchten und subtilen Gewürzen. Der Abgang ist lingeringly sweet, süß und Länge anhaltend. So, jetzt wollen Sie sicherlich auch noch wissen, was das für ein Fass ist. Und zwar ist das Fass 12.778 und ist die Flasche 21 und die ist mit 47,8 Volumenprozenten abgefüllt. Und da steht jetzt nochmal genau dasselbe drauf. Und irgendwo anders habe ich noch gelesen, wo war denn das? Irgendwo habe ich noch gelesen, dass sie nicht mehr, da steht's. Genau, hier steht's. Da unten. Diese Flasche ist eine von nicht mehr als 300, die aus einem Single Cask rausgezogen werden. Und jetzt fange ich mal das Rechnen an. Warum bin ich heute wieder kritisch? Und sage, wenn man in Fassstärke aus einem Ex-Bourbon-Fass abfüllt, ein Ex-Bourbon-Fass hat 25 Gallonen mit 3,78 Liter, sind irgendwo 200 Liter in Summe, da wird mit 63,5 Volumenprozenten eingefüllt, 0,7 kommen da raus, das gibt keine 300 Flaschen, das gibt nur 250 oder so, ne? Wenn man da 0,7 Liter abfüllt. Nach 12 Jahren ist auch der Alkoholgehalt normalerweise nicht auf 47,8 Volumenprozente abgesunken, deshalb ist das zwar ein Single Cask, aber keine Cask Strength. Das heißt, die Stärke wurde hier mit deionisiertem, destillierten Schrägstrich Wasser auf Trinkstärke reduziert. So, also kein Single Cask, aber kein
Cask Strength. Also keine Fassstärke. Und damit ist dann mit der Verdünnung natürlich möglich, dass man jetzt mehr als diese 250 Flaschen rausbekommt, aber nicht mehr als 300. Jetzt ist die Sache natürlich die, warum nicht mehr als 300? Was macht man, wenn man aus so einem Fass mehr als 300 rausbekäme? Ja, der Rest geht dann wahrscheinlich, Entschuldigung, in den großen Bottich, um dann nachher in einem, ja, Balvenie aufzugehen, der ja, zum Beispiel in den 12-Jährigen, der zur Nachreifung in Ex-Sherry-Fässer eingefüllt wird. Da kann das, was hier überbleibt, locker mit reingehen. Also ich bin mir sicher, die Schotten verschenken da keinen Tropfen. Och, ist das traumhaft. Ja, ist der schon gut. Ja, heute habe ich einen super Tag erwischt, was ich heute alles probieren darf. Ich bin hier in einer privilegierten Situation. Da war Vanille dran, da war richtig Vanille dran. Meine Herren. Oh. Süße, süße Vanille. Dann eine deutliche Honignote und es kommt auch schon die Eiche. Die 47,8 Volumenprozente sind relativ stark, kühlen einem die Nase. Ja. Also diese Vanille ist, wie heißt es so schön, outstanding, also wirklich außergewöhnlich. Die Eiche hält sich deutlich zurück und die Frucht ist jetzt auch ein Stück weit zurückgegangen und hat also diese Süße und der Vanille Platz gemacht. Ja, wundervoll. Boah, das entschädigt für manche Krücke, die man hier probieren muss. Boah, der Speichelfluss setzt ein. Die, ja, diese fruchtige, diese richtig extrem extrovertierte Frucht. Zusammen mit der Süße, der Vanille und hinterher kommt die Eiche und setzt den Kontrapunkt. Oh, ist das gut. Und die Eiche, jetzt kann man nicht sagen, dass das Schrankwand wäre oder so, sondern das ist rein allein Würze. Sondern reicht ein bisschen so, ein bisschen Kurkuma. Nein, nicht Kurkuma, aber so ein bisschen Würze drüber, so einen ganz leichten, feinen, aromatischen Pfeffer und so ein bisschen Muskatnuss rein und oh, vielleicht noch ein bisschen Zimt oben drüber. Und das alles nur ganz, ganz wenig. Das ist also nicht so eine vordergründige Würze, sondern ein bisschen Würze hinterher. Und ganz zum Schluss, was bleibt denn da jetzt über? Süßholzlakritz. Ganz bisschen, ganz fern. Ja, erstaunlich. Ganz bisschen. Oh. Und diese Vanille ist so stark, das erinnert mich ein bisschen an was denn? Ja, ich habe mal ein beiwohnen dürfen, wie meine Frau ein Parfüm gemischt hat. Da ist man in diesem Südfrankreich, ja, im Zentrum der Parfümherstellung, wie hieß dieses Kaff? Ein kleines Kaff und hat nur Parfüm, also unglaublich. Und rundherum nur Felder mit Lavendel und Zeug und so. Lavendel, nichts drin. Ne? Und da hat man eine Vanille in einer Intensität zusammen mit so süßen Aromen außenrum gerochen. Das hat einen so einen total gefangen genommen. Und das war hier deutlich in der Luft. Jetzt ist er etwas weniger geworden. Wahrscheinlich habe ich mich dran gewöhnt. Jetzt kommt er wieder ein bisschen mehr, ja.
Jetzt wird ein bisschen mehr geradeaus mit Früchten. Und jetzt schlägt der Honig wieder zu und jetzt kommt die Vanille wieder hinterher, sagt, nee, ich lasse dich nicht vorbei. Wundervoll. Das ist wie bei Pavlovschen Hunden. Habe ich mal hier über Pavlovsche Hunde ein Video gedreht. Unglaublich. Ja, schön. Jetzt aktuell kann sein, dass wir genau jetzt Ende, Mitte, 8. November, Entschuldigung, Weihnachten steht vor der Tür, wir sind etwas geeilt, gestresst, von diesem Fass noch haben. Aber vom 15-Jährigen her kenne ich das, dass die Fässer hervorragend ausgesucht sind, aber Unterschiede aufweisen. Wenn Sie hier nun hingehen und nicht den Fasstyp wechseln, wie Sie es beim 15-Jährigen gemacht haben, sondern genau hier, wie Sie geschrieben haben, Sie nehmen diese First Fill American Oak Single Barrel Abfüllungen, dann dürfte sich der Geschmack in dieser Richtung dann doch vergleichsweise konstant halten und die Abweichungen werden dann, ja, ob nun die Eiche am Nordhang oder am Südhang stand, macht dann einen kleinen Unterschied. Die Brennqualität innerhalb der modernen Brennereien ist vergleichsweise immer gleich. Balvini melzt noch einen Teil seiner Gerste selber. Da kann es jetzt Differenzen geben, wenn der eine dann mal eine Stunde später sagt, oder sagt immer, ja, mal Pause und dann fange ich erstmal an, dann kann es da aus dem Malz her gewisse kleine Unterschiede geben. Aber ich gehe davon aus, dass es vergleichsweise konstant im Geschmack bleibt. Tja, schauen Sie zu, was es für ein Fass gibt. Soll es jetzt öfter geben? Und herzlichen Dank fürs Zuschauen.